Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video. Heute habe ich meine Dressen von meiner Fußballmannschaft mit dem Ariel Professional, mit dieser professionellen Formel und diesen Anti-Rückstandstechnologie vorbereitet. Und ich nehme natürlich meinen Oldschool Washer von Miele, die Basic Maschine, die eigentlich alles kann, was man sich nur wünscht. Und das ist Speedwash in schnellster Zeit, sehr gute Spülgänge und auch natürlich beste Schleuderergebnisse, die man sich heutzutage wünschen kann. Was will man mehr von einer Oldschool-Maschine? Und jetzt geht's zum Beladen. Das sind die Flecken. Die sind hier reichlich vorhanden in diesen ganzen Trikots. Jetzt kommt die Frage, wieso nehme ich ein bleichhaltiges professionelles Waschpulver? Das ist aus dem Grund, da wie gesagt mehrere Flecken Gras und das Ganze, was da eben von draußen sich noch in den Trikots verfangen hat, dazu kommt und natürlich die Maschine maximal auf 60 Grad diese Trikots wäscht, soll das Ergebnis perfekt rein und auch hygienisch sauber sein. Ich empfehle euch immer, eben bei stark verschmutzten hellen Wäsche, dass ihr die normalen universalen Waschpulver nimmt. Die Pots gehen auch, die universellen, aber eben wer oldschool waschen möchte, wie ich es heute mache, ist auf jeden Fall die Professional Linie in Pulverform die beste und empfehlenswerteste. Auf jeden Fall sage ich auch immer, bitte keine Weichspüler in Funktionswäsche rein. Das tut die Faser verkleben, schadet mehr der Faser, als es der Faser gut tut und ihr auf jeden Fall weniger Freude mit eurer Funktionswäsche habt. Aus diesem Grund, damit ihr mehr Freude mit eurer Funktionswäsche habt, empfehle ich euch keinen Weichspüler in die Wäsche, Sportfunktionswäsche zu tun. So, wir werden jetzt die Wäsche beladen. Wichtig ist es gerade bei Funktionswäsche, Sportwäsche, jeder Art von Wäsche, die ihr eure Haushalts- oder Professional-Maschinen beladet, immer auf die klassische Handregel oder Faustregel schauen, dass immer genug Platz in der Trommel noch vorhanden ist, damit sich die Wäsche sehr gut drinnen eben bewegen und rotieren kann und somit auch natürlich das Waschergebnis perfekt ausfällt. Wie ihr seht, hier habe ich noch genügend Platz. Da oben ist, damit ihr das besser seht, genug Platz und die Maschine ist richtig beladen. Natürlich sind wir alle Öko-Fans, natürlich sind wir alle wirtschaftlich richtig eingestellt zum Waschen. Dennoch empfehle ich, zum Waschen der schmutzigen Wäsche gehört auch Waschpulver und Wasser dazu und da sollte man sich an den Verschmutzungsgrad des Herstellers auf jeden Fall richten. Ich nehme hierfür die 200 ml, weil die Wäsche sehr verschmutzt ist und auch natürlich die Oldschool-Maschinen auch eine kürzere Waschzeit haben, die natürlich mehr mit Wärme des Wassers arbeiten und dementsprechend nehme ich die 200 ml. Es ist auch sehr wichtig, dass eben nicht überdosiert wird, nicht unterdosiert wird, die richtige Dosierung nach Verschmutzungsgrad eingehalten wird, dass die Maschinen nicht überschäumen oder irgendwelche eben nicht wünschende Resultate der sauberen Wäsche erzielen. So, wer seine Maschine liebt, der pflegt auch die Maschine. Dazu gehören auch bei stark kalkigem Wasser, je nach Region, bei eurer Gemeinde oder im Rathaus könnt ihr diese erfahren, ist es sehr wichtig, Wasserenthärter zu nutzen. Ich nutze hier ein Kalkuntab, wobei ich auch empfehle, die Klassiker, die von Tandil oder die von DM mit Denkmit oder
die Claro, die in Österreich hergestellt werden. Es ist egal, ob sie teurer oder billiger sind. Jeder nach seinen Wunsch kann, wie gesagt, diese eben besorgen, die er gerne mag oder die er gerne benutzt. Ich benutze gerne die Kalkon-Tabletten und ich fahre seit Jahren sehr gut damit. Meine Maschine ist immer sauber gewesen. Alle meine Maschinen waren immer top in Schuss. Diese Maschine, die ihr da seht, die habt ihr in einem Video vorher gesehen, wie die vorher ausgeschaut hat. Das ist auch natürlich eine Sache von wie gewaschen wurde damit, mit welchem Waschmittel gewaschen wurde damit und auch ob diese ganzen Kalkon-Tabletten oder Enthärter-Tabletten bei hartem Wasser benutzt oder nicht benutzt worden sind. Können Sie euch in meinen anderen Videos anschauen und jetzt werden wir die Maschine starten. Wie ihr seht, das ist die Ariel Waschmittel, professionelle neue Formel, die er hat. Die löst sich bei Kontakt mit Wasser auf und wird sofort aktiviert. Auf jeden Fall, das ist das Neue, das hat auch das Haushaltswaschmittel. Und da seht ihr auf jeden Fall die ganzen Tabellen, die empfohlen werden von P&G und auch natürlich, was die professionelle Formel mit dieser 5-Sterne-Waschleistung auch bei hartnäckigen Flecken eben aktiv und strahlend saubere Textilien sauber macht, dass ich richtig bleibe. So, die Maschine ist im Wasserflutungsteil. Auf jeden Fall, wie ich schon euch erwähnt habe, die Oldschool-Maschinen sind meiner Meinung nach sehr gute Maschinen. Ich habe die W1 gehabt, die Klassik, ich habe auch die W-Klassik. Meine Maschinen habt ihr in den letzten Videos immer wieder gesehen. Trotzdem sage ich immer, jeder, der die Möglichkeit hat, eine Oldschool-Maschine zu haben, soll er sie so lange wie möglich benutzen. Ihr werdet sehr viel Freude damit haben, wie auch natürlich eure Wäsche wird nicht zu stark beansprucht in zu langen Waschgängen und sie wird noch mit Wasser gewaschen, wie es sich gehört, weil zum Wäschewaschen braucht man Wasser, zum Wäschewaschen braucht man nicht lange Waschzeiten, sondern eigentlich meiner Meinung nach braucht man ein warmes Wasser, ein gutes Waschpulver und natürlich die Textilien sollen so wenig wie möglich in einer Zeit beansprucht werden, wie es nur geht. Ich habe jahrelang so eine Maschine schon gehabt. Somit kenne ich die Waschleistung dieser Miele W878. Ich muss auch sagen, keine Maschine wäscht so gut wie eine Miele aus der alten Generation. Das kann man auf jeden Fall beruhigt sagen und auch immer wieder erwähnen. Wie ihr seht, das schäumt, das ist diese Synthetikfaser, die drin ist, die Kunststofffaser, die schäumt am Anfang, das Ariel schäumt sehr gut, dennoch mit dem Wärme, dem Aufwärmen vom Wasser löst sich der Schaum sehr schnell auf, was ihr später sehen werdet. So, die Maschine lassen wir jetzt waschen und wir sehen uns später.
So, meine Lieben, mein Wäschetag oder Waschtag neigt sich jetzt am Ende zu. Es ist schon Abend, wir haben schon so 20.15 Uhr und ich habe heute 5 Maschinen gewaschen. 3 Maschinen waren von meinen Fußballtrikots und 2 Maschinen, eine war 95 Grad, die ihr jetzt waschen seht, und vorher war eine mit 40 Grad dunkler Buntwäsche. Somit habe ich heute 5 Maschinen gewaschen und jetzt geht es dann ab in den Feierabend. Die letzte Wäsche ist jetzt beim letzten Spülgang, natürlich ohne Weichspüler, weil Frottee drinnen ist. Und wie ihr seht, es ist gleich das Wasser beim Glas. Schauen wir uns das an, ob das klar ist. Ich habe natürlich heute für alle Wäsche das Entschuldigung, das Ariel Professional Pulver gehabt, das Color für die Buntwäsche und das klassische Universal für die Wäsche, die drinnen ist jetzt in der Maschine. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wer gerne ein Waschmittel mag, das sehr fein duftet und auch das viel schäumt, kann natürlich das Professional testen und probieren. Das Wasser ist klar. Natürlich bei dieser Maschine ist es so, die spült auch sehr schön. Und macht auch tolle Waschergebnisse. Die Maschine ist auch nicht voll, wie ihr seht. Das war meine letzte Maschine für heute mit 95 Grad. Die habe ich gesagt, die lasse ich dann rennen, dass die Maschine auch eine Waschkur hinter sich hat nach diesem heutigen Waschtag und auch sauber jetzt 2 Tage pausieren kann. So viel von mir, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang und bis zum nächsten Video. Bye bye.